Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und heute ist mir wieder soweit, Gotzi ist unterwegs und zwar wieder zu der Nürnberg Filmbörse. Heute ist der, lass mich überlegen, 12. März 2017 und ich bin jetzt gerade unterwegs. Wir haben ungefähr 6 Uhr in der Früh, ich habe 0 Stunden geschlafen, aber schon 2 Energies in mir und das heißt, es wird richtig witzig. Heute auf der Nürnberg-Börse kommen mal wieder richtig viele Leute. Ihr seht schon, ich rede wieder komische Sachen jetzt gerade und wie schnell meine Stimme geht, weil ich 0 Stunden geschlafen habe und weil ich Energies habe. ich bin jetzt gerade unterwegs zum Bahnhof. Ein Arbeitskollege von mir kommt diesmal auch wieder mit. Den habt ihr ja schon mal gesehen, der war auch mit bei der Comic-Con dabei. Und bevor es zu lange wird, sage ich dann mal, wahrscheinlich bist du gleich am Bahnhof oder im Zug drin, keine Ahnung, was ich drehen werde. Mal schauen, wie viel da los ist. Also, bis dann. So Leute, ich bin jetzt am Bahnhof. Die Sonne scheint mir in die Fresse. Voll Bock auf den Mist. Noch ein paar Minuten auf den Zug warten. Und natürlich ist mein Arbeitskollege auch wieder dabei. Aber diesmal nicht verkleidet. Ja, und wie ihr sehen könnt, könnt ihr gerade nicht sehen. Ich zoome mal ran. Mal schauen, ob es klappt. Ja, es klappt. Ein paar Minuten noch. Und dann geht's los nach Nürnberg. Von da hinten kommt der Zug. Ich melde mich wahrscheinlich erst wieder in Nürnberg wieder. Oder irgendwann. Oder daheim. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich einhalte. Ihr wisst es ja. Also, bis später. So, wir sind jetzt angekommen in Nürnberg. Tür geht auch schon auf. Und mal schauen, ob der Manuel hier bei Gleis 5 ist. Er hat ja geschrieben, er ist schon bei Gleis 5. Aber da hat er sich auch wieder vertan, der gute Kerl. Wir werden sehen. Servus, da seht ihr mal, Manuel hat sich nicht am Gleis vertan diesmal. Ja, ich bin gleich hier geblieben. Morgen! Servus Manuel! Servus Ralf! Nein, ich bin nicht der Ralf. Du bist der? Der hockt da drüben, steht da drüben. Der steht da drüben. Ja, du bist der Kurt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Bin ich, glaube ich. Ja. Servus Kurt. Ja. Und, was machst du heute hier so? Ja, wir warten hier auf noch so andere Junkies, aber die irgendwie immer so spät kommen. Wir sind immer zu früh da, ne? Ja, ja, die Junkies. Ja, die Film-Junkies, gell? Ja. Ist ja voll diese komische Gruppierung. Ja, ehrlich, ey, das ist, was das nur wieder ist. Voll die Assis, hey. Voll der Schlamm der Film-Community, habe ich gehört. Lauter Schlammblüter. Nicht Blüter, Blütler. Schlammblütler? Ja, und lauter YouTube-Stars. Sind wir jetzt irgendwie hier bei Harry Potter oder was? Ja, Slumdog-Millionär. Slumdog-Millionär! Oh mein Gott. Oh. Tja, wie man sieht, ich bin total aufgeregt. Ja, ich bin jetzt auch wieder voll dabei. Voll dabei? Auf Schleichwerbung. Schleichwerbung, ach, leck mir mal, Schleich dich, du Werbung, ne? Ja. Und halt! Wie viel Budget hast du? Wie viel Budget habe ich? Ja, wie viel Budget hast du heute für den? Na ja, ich habe schon ein bisschen dabei, aber ich will nicht so viel ausgeben. Ja, ja, dann bist weil ein Subwoofer und ein paar Godzilla-Figuren rufen mich noch an. Hallo, hier bei Godzilla-Fan 1909. Hi, hier ist der Subwoofer. Hi, hier ist der Godzilla. Hallo. Nee, der Subwoofer sagt nicht hallo, der sagt nur. Also das ist, ey, man sieht's wieder, herrliches Wetter. Auf jeden Fall. Sonne scheint mir in die Fresse. Was ist nichts Besseres, ne? Ja, die Sonne scheint mir aus den Arsch. Ja. Nee, ich seh nichts. Guck mal den Schatten, die ist wirklich. Ja, und hier ist wieder der Ralf. Der Lars. Von Ralfs Unboxing. Nee. Hey, servus Ralf. Wo ist dein Film-Junkie-T-Shirt, ha?
Ha, ich den schenken wir eins zu Weihnachten. Das musst du selber machen lassen. Ja, musst du selber machen, wie daheim. So richtig einmalen mit Fotokopierer, oder? Ja, genau, mit Fotokopierer. Du kannst auch draufmalen mit dem Pinsel. So. Es gibt ja auch Stifte. Echt? Ja. Okay. Da hat mir mal ein Bekannter von mir zu meinem 18. ein T-Shirt gemacht. Okay. Worauf dann endlich 18 oder so. Endlich 8 oder endlich 18? Endlich 18, so rum. Ah, endlich 18, wow. Ja, 18, ne? 18, ne? Ja, Wahnsinn, wow. Endlich mal feste Nahrung. Oh, Wahnsinn, ey. Da bist du ja bekloppt. Ja, ihr merkt schon, wir haben wieder richtig viel Spaß. Ja, total viel Spaß. Und warten immer noch auf die ganzen anderen Junkies. Mal schauen, wo die bleiben hier. Muss mal gucken, wo das Fixbesteck ist. Was, das Fixbesteck? Ja, von den Junkies. Das die Nadeln, die Spritzen. Das Age. Ja, warte mal, wo sind denn hier Tannenbäume? Tannenbäume, ja. Dann kommen die Nadeln auch runter. Oh, gut ja. Kombiniert, Watson. Das ist schon was. Der Kurt hat's drauf. Oh, das riecht so nach. Ach, was Kokos. Lass mich mal riechen. Ja, Kokosnuss halt, ne? Ja, wer hat die Kokosnuss geklaut? Die kommen von da unten, die zwei Kokos. Hä? Hast du Lust auf Kokosnussmilch? Ja, hab ich. Oh mein Gott. Komm her. Oh mein Gott. Ah, warte mal. Ah, oh, doch, ich hab auf Aufnahme gedrückt. Ups. Ja, doch. Wie, du nimmst schon die ganze Zeit auf, oder was? Ja, warum nicht? Ist doch super! Dass mir davon aber nichts auf YouTube kommt, gell? Nee, nee. Sonst ruft meine Mutti wieder an. Nein, das lade ich extra, Manuel, das lade ich dir extra hoch auf YouPort. Oh, leck, da kommen auch schon wieder welche, ey. Oh, das gibt's doch nicht hier. Da kommen die anderen Slumdog-Millionäre. Hast du die Nadel schon rausgeholt, Manuel? Servus. 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 Alles klar? In einen alten Golf oder so. Oh, da ist hinten wenigstens ja, noch ein Platz drin. Wir sind angekommen in das Eis und die ganzen Bekloppten sind wieder da. Schaut mal nach, hier. Wer ist das da? Bekloppte? Oh. Na, Michi, hast du Spaß? Wie eine Sau. Und der Roland und der Micha sind hier gerade am Umschlichten von meinen Star Trek-Büchern, die ich in Roland abgekauft habe. Ja, dank Stefan kann ich jetzt mit dem Zug hinfahren. Das man schon Unboxing hier, ne? Vor der Börse. Ja. Ungefähr 300 Star Trek. Gehört das auch dazu? Das ist ein Geschenk von mir noch. Dankeschön. Bitteschön. Dann ist noch mehr. Um auf die 3 Tonnen zu kommen. Ja, die hättest du auch per Post schicken können. Ja. Kann nicht mehr. Also ich glaube, der Jack war zu viel. Ganz viel Spaß innerhalb von ein paar Minuten. Wird hier schon wieder gelacht. Ja, ich kann jetzt mal anfangen. Ach, der Stefan ist ja auch da. Ich kann nicht mehr das Wasser. Oh mein Gott. Also gut, jetzt gehen wir die DVD-Börse rein. Oh mein Gott. So Leute, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Es war wieder mal eine richtig geile Filmbörse. Am geilsten war halt wirklich wieder das Treffen der ganzen Leute, der ganzen Filmjunkies. Und das war echt genial. War ja auch richtig cool, dass also Julian dabei war, der Zimi und so weiter. Und auch wieder der Micha und der Roland. War richtig, richtig cool. Natürlich auch Stefan und Manuel. Zum ersten wird er wahrscheinlich mit Manuel sehen. Jetzt sieht er mich wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht. Ich habe halt wirklich wieder nichts von der Börse gefilmt. Meine Ausbeute werdet ihr dann auch erst sehen, wenn ich daheim bin. Da werde ich es dann nochmal in Ruhe filmen. Hab mir nur 4 Sachen gekauft. Mehr habe ich nicht gekauft. Ihr wisst ja auch wahrscheinlich auch warum. Weil ich einfach keine Kohle habe, um irgendwas anderes auszugeben. Ne? Jo. Dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal von zu Hause melden. Ja, natürlich, mit den Filmen. Ist ja nicht viel. Und ihr habt ja wahrscheinlich gesehen von den Videos, dass wir wieder jede Menge Spaß hatten, rumgealbert haben. Und es war einfach wieder nur geil. Und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal. Jo, bis dann, wenn ich daheim bin. So, und wie versprochen, natürlich jetzt meine ganzen Sachen, wo ich mir gekauft habe, bei der Börse. Viel ist es ja nicht geworden.
da ich ja echt nicht viel gekauft habe. Es ist ja eher mehr wieder nur ein Treffen gewesen mit den ganzen Filmjunkies und es war auch wieder richtig lustig und jeder geneigte Zuschauer, der vielleicht die Videos richtig verfolgt, wird sich jetzt denken, nanu, das Rollo ist mit so leichten Punkten und so, ja, es ist schon wieder hellichter Tag und ich habe eigentlich versprochen, dass ich es dann gleich drehen werde, aber kaum war ich daheim, habe mich hingesetzt, habe noch kurz irgendwie was geschaut mit meiner Kamera, bam, bin ich eingeschlafen, fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe im Sitzen und auf einmal lag ich dann da irgendwie im Bett, ich weiß nicht, bin ich da übereinander gewandert oder so, auf jeden Fall war ich so fick und fertig, Leute. Es war so unglaublich, dass ich so eingepennt bin. Und dann habe ich mir in der Früh heute gedacht, okay, jetzt machst du das Video. Es war, keine Ahnung, 6:30 rum. Und dann so, ach, komm, einmal kurz hinlegen und bam, war ich wieder weg. Und naja, aber jetzt mache ich es für euch. Ist ja eh nicht viel. Und ja, gekauft habe ich mir gleich als erstes für je, waren es 31 oder 32 Euro, Freitag der 13. Teil 7 und Teil 3 im Mediabook. Auspacken werde ich es jetzt euch nicht und zeigen, weil ihr kennt es ja schon, ist schon so oft präsentiert worden, die beiden Mediabooks auf irgendwelchen kuriosen Kanälen, ne? Hier, ja, Freitag 13. Teil 3 und Teil 7 für die 31 oder 32 Euro. Gleich bei dem ersten Stand geholt, ja, und habe ich mir gedacht, wird jetzt nochmal günstiger, wurde es dann auch nicht, gut. Ja, dann habe ich mir noch geholt und, boah, für sage und schreibe 40 Euro. Ich habe mir gedacht, ihr wollt mich verarschen. Nirgendwo gab es dieses Cover, nämlich von Aquarius wollte ich dieses Cover haben. Und ja, hat er gesagt, es ist ausverkauft. Ich so, wie ist ausverkauft? Ja, ist ausverkauft. Und na super, habe ich mir gedacht. Kaufe ich sie oder kaufe ich sie nicht? Bin ich erst wieder weiter und überall gesucht und gesucht und nirgendwo war es. Natürlich, ich weiß es nicht. Ob ihr es wisst, ist dieses Cover wirklich ausverkauft? Gibt es noch im Shop oder so? Es kann natürlich sein, dass es noch irgendeinem Shop gibt für nur 30 Euro und ich habe jetzt natürlich eins für 40 gekauft. Kann natürlich passieren, dann habe ich halt Pech gehabt und habe, ja, Pech gehabt. Jedenfalls wollte ich unbedingt dieses Cover, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Film selber, ja, keine Ahnung, wie mir der Film jetzt noch gefallen wird. Es ist, jetzt haben wir 2017... locker schon 8, vielleicht sogar schon 10 Jahre her, wo ich diesen Film gesehen habe. Damals hat er mir eigentlich recht gut gefallen. Also, was heißt recht gut? Er hat mir gut gefallen. Und ja, ihr kennt es doch manchmal, ihr schaut euch Filme an nach Jahren und dann denkt ihr euch nur, yo, der ist richtig geil oder yo, der ist, naja. Das werde ich jetzt euch natürlich auspacken. Es wird kein Special Unboxing davon geben oder so, sondern einfach nur, hier jetzt in meinem Video eine Präsentation von diesem Mediabook und es ist halt wieder 84-Qualität wie gehabt. Aber diesmal mattes Steelbook wollte ich jetzt schon sagen. Ein mattes Cover von 84 ist mir eigentlich meistens immer nur von NSM gewöhnt. Auch ein recht kleines Mediabook. Das ist klein, also halt schmales. Und es ist limitiert auf 333 Stück. Ich habe die 329. Ich habe extra noch, was war nochmal? Es war noch eins da, das war aber dann nur 159. Hätte ich mir vielleicht die kleinere Nummer nehmen können. Aber ich habe mir dann lieber die 329 genommen, mein Gott. Sei es drum. Was haben wir an Extras? Wir haben, erstens haben wir mal die Blu-ray und DVD wieder drauf. Blu-ray 90, DVD 87 Minuten. Dann haben wir einen deutschen DTS HD Mar 2.0 Ton, einen englischen und einen italienischen DTS HD Mar 5.1 und dann natürlich nochmal die Dinger. Wieso steht da Englisch und was bedeuten diese Punkte da? Das steht jetzt nicht zufällig da, oder? Das kann ich das irgendwo lesen? Ist irgendwie die Punkte aufgeklärt und warum da solche Punktchen sind? Keine Ahnung. Und Extras haben wir Audiokommentar, Bildergalerie, alternative Szene, DVD-Version natürlich und ein 12-seitiges Booklet. Dann schauen wir mal rein zu diesem Ding. Da haben wir zum einen die Blu-ray. Die holen wir mal raus. Zack, die Blu-ray. Zack, zapp, zapp, zapp. Und dann haben wir halt einen Innendruck. Ich glaube, der ist ja gegenüberliegend. Genau, dann haben wir halt hier die DVD. Die DVD auch raus. Einfach so, dass ich nicht gleich das Mediabook zerstöre. Ach nein, das ist nicht überliegend. Oder doch, sieht fast so aus. Nein, die haben zwei Bilder gemacht, sehe ich gerade. Zwei Bilder. Einmal ein Bild. Und einmal das andere Bild.
Jo, und dann schauen wir uns mal das Booklet an. Und ich bin nicht ganz sicher, so schaut, glaube ich, auch ein Cover aus. Ich bin nicht ganz sicher. Einmal gab es es mit so einer Kralle, dann gab es noch und noch zwei weitere. Aber mir hat das am meisten gefallen, das mit dieser Eule und dieses Gezeichnete. Das fand ich richtig, richtig cool. Natürlich, es kann natürlich sein, dass mir der Film überhaupt nicht mehr gefällt. Ne? Das kann natürlich wieder sein. Wie halt 84 auch jetzt typisch hier mit den Aufgliederungen und was weiß ich alles. Sieht eigentlich richtig cool aus. Und ich hoffe, mir gefällt ja noch Dario Argentos Opera. War auch nur für mich so ein Film, so, ja, Story und so. Ich habe gleich gewusst, wer der Killer eigentlich ist von Anfang an. Und das hat mir irgendwie dann schon ein bisschen den Spaß geraubt. Und er war nicht schlecht, aber aus heutiger Sicht war er, ja, wie gesagt, den habe ich ja schon mal gesehen. Vielleicht gefällt er mir dann deswegen besser. Ich habe immer gedacht, Opera war dieser Film. Habe ich erst immer gedacht. Und dann, bis ich dann das mit diesen Eulen gesehen habe, dann auf einmal, wie dann das wieder kam, und dann, okay, den musst du dir holen, den fand ich damals eigentlich richtig cool, weil dieses Cover hat mich richtig schön erinnert und das ist echt richtig geil, das Ding. Ja, das ist das Mediabook zu Aquarius oder im originalen Stage Fright. Jetzt wollte ich schon Fight sagen, Stage Fright. Jo, das war's mit dem Aquarius. So, dann kommen wir zum nächsten. Ach, überall gesucht, sogar den Stefan habe ich angesprochen. Hier, Stefan, schau mal nach, ob irgendwo dieses Mediabook ist. Und zwar Der Hund von Baskerville. Natürlich mit Peter Cushing und Christopher Lee. Es gibt so viele Verfilmungen von Der Hund von Baskerville. Für mich aber eine der besten Verfilmungen. Vor allem auch wegen den beiden Hauptdarstellern Peter Cushing und Christopher Lee. Genial. Und eigentlich gefällt mir auch dieses Cover nicht so optimal, aber eigentlich alle Cover finde ich schrecklich. Gut, es sind Original-Kinoplakate und so weiter, aber Leute, die sind so hässlich aus, wenn ihr das mal im Internet verfolgt habt, keine Ahnung. Und ich fand es mit diesen beiden Hauptcharakteren, sieht noch einigermaßen gut aus. So, und da gerade dieses finde ich nirgends. Einmal kurz gesehen auf irgendeinem Stand, dann wieder vergessen, wo es war und dann jeden Stand abgesucht und nirgendwo gewesen. Ich frage so, habt ihr Der Hund von Baskerville? Ja, haben wir da. Und ich so, ja, aber mit dem anderen Cover mit, ist das, glaube ich, Cover, ja, das ist Cover A, aber ich wusste nicht mehr, welches Cover es war. Mit dem beiden Hauptcharakteren, nee, das haben wir leider nicht. Und dann der eine hat gesagt, ja, aber das ist doch das Original-Kinoplakat. Ich so, ja, aber sieht nicht schön aus. Und er so, ja, da hast du schon recht. Und ja, nirgendwo. Und dann bin ich an einem Stand endlich angelangt und da gab es dann dieses Teil. Und auch nur das, war glaube ich auch sogar nur das einzige, für 28 Euro seht ihr ja hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, 28 Euro habe ich für das gute Stück gezahlt und sofort mitgenommen und es ist auch eine Hammer-Produktion, ich bin jetzt da nicht sicher, ich glaube schon, stand jedenfalls irgendwas mit Hammer drauf, ich kann euch das leider jetzt nicht mehr sagen, ob es auch eine Hammer-Produktion war, jedenfalls steht auch Hollywood Classics und so weiter, er ist jedenfalls von 59 der Film. Hat auch schon ein paar Jährchen auf den Buckel. Ich habe doch irgendwo Hammer gelesen. Meine Fresse, irgendwo habe ich Hammer-Produktion, bla bla, ist ja egal. Ja, aber packen wir mal das gute Stück. Außerdem werde ich mir jetzt auch irgendwann demnächst anschauen, weil, ja, weil es halt Ding ist, ne? Es ist so Sherlock Holmes, bin ich ja eigentlich nicht so Fan davon, aber das fand ich richtig cool damals. Habe ich als Kind gesehen und auch schon öfter anders mal arbeitig gesehen. Fand ich immer ganz cool, Der Hund von Baskerville und hat auch ordentlich Gewicht, ist von NSM. Früher machen wir weg. Hat ordentlich Gewicht, hat sogar 3 Disc. Und echt, hat echt ordentlich Gewicht. Leck mich am Arsch. Schauen wir mal hinten drauf. Es ist limitiert auf 500 Stück. Ich habe die Nummer 206. Wir haben deutschen und englischen 2.0 Ton, entweder Dolby Digital oder DTS HDMA. Und wir haben ein Audiokommentar von Dr. Rolf Gies und Dr. Gerd Naumann. Wie schon auch wahrscheinlich bei den ganzen Hammer-Produktionen, auch von Anolis. 24-seitiges Booklet, deutscher Trailer, Original-Trailer, deutscher Vor- und Abspann, Actors Notebook, Hammer-Dokumentation, ah, siehst du? Filmografien, Bildergalerie, Hörspiel-CD, Das Geheimnis von Baskerville Hall und die DVD-Version. Also ein Hörspiel ist da noch drauf. Dieses Hörspiel, Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes in die neuen Fälle. Fall 15, Das Geheimnis von Baskerville. Das ist anscheinend dieses Hörspiel, was dabei ist. Und ebenfalls verfügbar in den Krallen des Hexenjägers als Blu-ray Mediabook mit 3 Cover-Varianten. Okay, macht jetzt NSM immer solche Flyer rein. Kenne ich ja gar nicht von denen. Krass. Jo, dann habe ich... Oh, hier! Leute, das Motiv, wäre das als Mediabook rauskommen, hätte ich das genommen. Die beiden und das... Warum ist es nicht so rausgekommen, Leute?
Weil sie das extra als Booklet verwenden wollten? Ey, das hätte ich als Cover mir gewünscht. Warum das nicht? Das verstehe ich jetzt. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das wäre doch cool gewesen. Wenn sie noch diese Credits vielleicht hier noch ausblenden können oder so. Und dann, ey, das finde ich jetzt echt schade. Weil sonst ist immer nur diese Fratze und meistens und das war's. Und das finde ich gar nicht so toll. Also das als Covermotiv hätte ich mir besser vorgefallen. Ja, oh mein Gott. Kann man nicht ändern. Jedenfalls haben wir hier einmal die Blu-ray. Oh Gott. Die Blu-ray, ne? Dann haben wir hier ein Motiv. Ist wieder ein, ist das diesmal ein übergängiges? Könnte sein, ja. Gut, dann machen wir mal hier erstmal. Dann haben wir halt hier die DVD von Der Hund von Baskerville. Komm raus. Und dann haben wir hier dann noch diese Hörspiel-CD, Fall 15. Auch nicht schlecht. Finde ich ganz nettes Gimmick. Warum nicht, ne? Gut, dann tun wir das mal rüber. Und dann haben wir so ein, ja, übergängiges Motiv. Da haben wir das hier so. Und so. Ja. Ganz cool. So, und dann kommen wir zu diesem 22-seitigen Booklet. Das sieht doch schon mal wieder wahnsinnig aus. Hier die ganzen Sachen. In England im Mai 59 rausgekommen. Wann ist er bei uns dann rausgekommen? Wo steht denn Deutschland? England, Finnland, USA, Dänemark, Bundesrepublik. Da. Im November 59. Und ah, das ist echt, das ist ein echt schönes Booklet wieder. Schöner Buchanteil. Leicht matt, aber leicht glänzend. Sehr gut gemacht. Mit kleinen Bildern, mit viel Text. Und habt ihr nicht gesehen? Da, das ist, glaube ich, ein Covermotiv. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war gar nicht meins. Und echt wieder super schönes Booklet, wie man es von NSM gewöhnt ist. Hammergeil. Ich glaube, es ist sogar diesmal mehr Booklet als sonst von NSM, kann das sein? Aber sehr cool gemacht. Hier nehmen wir auch mal einmal das Motiv, was auch im Intro ist. Ey, ich freue mich schon echt, diesen Film wieder anzuschauen. Vielleicht komme ich dann auf den Geschmack, dann auch endlich mir mal diese neue Sherlock-Serie anzuschauen. Ja, echt ein super Mediabook, muss ich sagen. Hat sich wirklich gelohnt, es sich zu holen. Und das ist wahrscheinlich dann auch kein Fehlkauf gewesen. Freitag der 13. wollte ich eh haben. Aquarius wollte ich ja auch haben im Cover. Aber für den Preis war es jetzt doch schon etwas heavy. Aber sonst passt alles. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich mich echt zu verquatscht mit dem ganzen Mist. Und das Video ist jetzt nur durch meine Quatscherei so lang geworden. So, wie ihr sehen könnt, Freitag, Aquarius und Der Hund von Baskerville. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Und zwar haben wir alle vom lieben Zimmi so eine geile Die Film Junkies Stofftasche bekommen. Richtig, richtig geil. Nochmal vielen lieben Dank, Zimmi. Sau coole Aktion, ey. Sau geil. Und die wird jetzt dann immer mit zur Filmbörse genommen. Da muss ich nicht immer meinen Rucksack dann mitschleppen. Und das war's auch noch nicht gewesen. Moment mal, das muss ich jetzt erstmal hier wieder aus der Tasche holen. Und zwar hat mir der liebe Julian von Julians Filmiversum auch ein Geschenk gemacht und Julius hätte es nicht machen müssen. Und auch noch gerade zu einem Film, den ich momentan so feiere, und zwar ein kleines Bildchen im Rahmen von Kong Skull Island. Sehr geil, Julian, vielen, vielen Dank, hat mich richtig gefreut und wäre echt nicht nötig gewesen, weil ich fand es ja schon cool, dass du dabei warst und auch du, Zimmi, dass ihr dabei wart. War richtig geil. Sau cool, wir werden immer mehr und das ist richtig geil, also super, super, super Sache. Stellen wir mal das Bildchen dahin und die Tasche tun wir mal auch hier irgendwie her. Ja, wie machen wir das? Machen wir irgendwie so, so auf die Film Junkies Tasche und das Bild von Julian. So, das ist also jetzt meine Ausbeute von der Filmbörse und ansonsten, es war eigentlich ein richtig, richtig toller, geiler Tag und es ist leider wieder zu schnell vergangen. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man einfach Spaß hat. Und ich freue mich echt auf ein baldiges Wiedersehen mit allen Chaoten. Vor allem mit mir, wenn ich wieder keinen Schlaf habe und dann zu viel Energy trinke. Und dann kommt noch so ein Herr Filmwelt und drückt dann noch eine andere gewisse Dose in die Hand. Und dann geht's richtig bergauf mit einem. Und ja, was soll ich noch anders zu sagen, außer, ja, ich freue mich ja schon eigentlich dann Ende Mai auf die Comic-Con, da treffe ich ja den Manuel auf jeden Fall, vielleicht ja auch den Stefan dann auch in München, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Manuel und ich sind da am Start und es wird ja richtig geil mit Robert England, oh, ich freue mich schon drauf. Bevor jetzt aber jetzt wieder alles ausartet, wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.